Oh, mache ich es eben so. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Norbert, liebe Kirche. Wer hat denn hier Geburtstag? Hier in der Kirche, da wohnt doch gar keiner. Nein, nicht in der Kirche, sondern die Kirche hat Geburtstag. Die Kirche? Wie alt wird sie denn? Also ich habe eine gefunden hier, guck mal, alles Gute zum 90. Geburtstag. Naja, ich glaube, die ist schon ein bisschen älter. Aber wie kommst du denn drauf, der Kirche zum Geburtstag zu gratulieren? Ja. Ist denn der heute überhaupt? Habe ich gelesen, Kirche ist Geburtstag, hat Geburtstag. Ach so. Ach, Norbert, du meinst, weil Pfingsten ist, ne? Ja, ja, Pfingsten, ja, Geburtstag, ja, der Kirche, ja, ja, ist ja nächsten Sonntag. Ja. Nein, ich glaube, da hast du was falsch verstanden. Da geht es gar nicht um diese Kirche, dieses Gebäude, sondern um was ganz anderes. Habe ich meine Karte ganz umsonst gekauft? Ach, vielleicht freut sich jemand anders drüber. Ich erkläre dir es gleich mal. Wir gehen mal rüber. Hoher Klärungsbedarf. Jetzt sind wir wieder im Diakonat. Herzlich willkommen zum neuen Christenlehrer-Video. Heute geht es um den Geburtstag der Kirche. Ich habe gemerkt, dass ich da drüben bei St. Moritz irgendwie mit meiner Karte nicht so richtig war. Aber Nico, wie ist denn das jetzt mit Pfingsten, Geburtstag und Glückwunschkarte schreiben? Ja, ich glaube, du hast was verwechselt. Pfingsten hat nicht die Taucherer Kirche, das Gebäude aus Steinen, wo man reingehen kann, Geburtstag, sondern die Kirche als Gemeinde. Da gibt es nochmal einen Unterschied. Kirche als Gebäude mit hohem Turm und Kreuz obendrauf und die Kirche als Gemeinde. Das sind die Menschen, die in die Kirche gehen. Genau, ich bin ja auch Gemeindepädagoge, das heißt, ich bin für die Menschen zuständig. Genau, nicht fürs Gebäude. Und nicht der Fensterputzer. Genau. Ja, und man sagt, zu Pfingsten, da hat die Gemeinde Geburtstag. Das hängt ein bisschen mit der Pfingstgeschichte zusammen. Weißt du noch, wir hatten es letztes Jahr, hatten wir euch die Pfingstgeschichte gezeigt, auch mit Bildern. Da ging es um das Thema Begeisterung. Da war Norbert ganz begeistert von Technomusik, genau, wenn ihr euch erinnert. Und da ist auch die erste Gemeinde entstanden an diesem Pfingstfest. Ja. Aber nicht hier in Taura, sondern in Jerusalem. Denn die Jünger, die waren so begeistert von Jesus, dass die das nicht für sich behalten haben, sondern die haben auch anderen Leuten von Jesus erzählt und haben die mit dieser Begeisterung angesteckt. Und da haben viele andere Leute auch gesagt, ja, wir wollen auch an Jesus glauben. Wir wollen auch mit zu euch gehören. Und da haben sich viele auch taufen lassen und gehörten dann mit zur Gemeinde. Und so ist damals in Jerusalem die erste christliche Gemeinde entstanden. Und später sind in ganz Europa und in der ganzen Welt auch noch viele, viele andere Gemeinden entstanden, irgendwann auch mal in Leipzig und in Taucha. Genau, weil Jesus ja gesagt hat, ihr geht jetzt mal in verschiedene Richtungen und erzählt, wie das so ist mit mir, Jesus und mit Gott. Ja, und je mehr Menschen das wurden, die mussten sich auch irgendwo treffen. Das sind dann die Gemeinden, ja. Erst haben die sich wo getroffen, als es noch keine Kirchen gab? Genau, die haben sich zuerst im Tempel in Jerusalem getroffen. Das war sowas wie die Kirche für die Juden damals, das die ersten Christen, die waren ja auch Juden. Jesus war ja auch Jude. Und später haben die sich bei den Leuten zu Hause getroffen. In den Häusern, in den Wohnzimmern, später dann auch in Kellern in Rom zum Beispiel. Da mussten die sich verstecken, die Christen, weil die da nicht so beliebt waren. Genau, das waren die ersten Kirchen. Wohnzimmer, Keller, gar nicht mal große Kirchengebäude, wie wir es haben. Die kamen erst viel, viel später dazu. Aber schön, dass wir sie haben. Jetzt haben wir geklärt, wie Gemeinden entstanden sind. Und Nico, wie ist denn das hier in Taucha mit unserer Gemeinde oder auf den Dörfern, je nachdem, wo ihr uns gerade schaut? Was ist denn da Gemeinde? Ne, Gemeinde, das sind die jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Die ganz Treuen, die man immer sieht. Na, ich bin doch aber Gemeindepädagoge. Du kommst auch. Denke doch, ja, ich gehe auch mal zum Gottesdienst, aber für mich ist Gemeinde, wenn Kinder kommen in die Kirche oder noch viel schöner hier ins Diakonat oder ins Pfarrhaus. Das ist für mich Gemeinde. Also du sagst, die Kinder gehören auch mit dazu? Auf jeden Fall, die dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn die nicht jeden Sonntag in Gottesdienst gehen? Ja, Kinder gehören für mich auf jeden Fall zur Gemeinde, auch wenn die vielleicht nicht in Gottesdienst kommen, aber
Ohne Kinder wäre es doch langweilig. Und was ist mit den Eltern? Die sind ganz wichtig, weil die kommen ja mit ihren Kindern zusammen oder sorgen dafür, dass die Kinder das nicht vergessen. Stimmt. Also da gibt es doch eine ganze Menge Leute, die man vielleicht nicht immer in der Kirche sieht, die nicht immer vorn dran stehen, aber die trotzdem zur Gemeinde gehören, die ganz wichtig sind. Und die dafür sorgen, dass das Ganze auch funktioniert. Ah, okay. Also die im Hintergrund auch tätig sind. Du, ich glaube, damit die Kinder, unsere Zuschauer und wir das besser verstehen, können wir das ganz anders erklären. Gemeinde ist wie Nickbert. Ich glaube, Gemeinde besteht aus ganz vielen Teilen und alle Teile sind wichtig. Da denke ich immer so ein bisschen an unseren Nickbert. An Nickbert? Was ja. Hat Nickbert mit Gemeinde zu tun? Guck mal, wenn jetzt Leute kommen und Fußball spielen, dann brauchen wir doch die Füße. Stellt euch mal vor, Nickbert hatte keine Füße, wir könnten nicht mehr Fußball spielen. Dann wären wir gar keine komplette Gemeinde mehr. Okay. Ah ja, ich weiß, wie du das meinst. Das ist eine Gemeinde. Ganz viele verschiedene Leute mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten und Begabungen gibt, ja, die sich in unterschiedlichen Bereichen einbringen, meinst, ja, du? Ah, also dass man zum Beispiel sagt, da gibt es welche, die zum Beispiel handwerklich gut begabt sind, ja, die auch mal was irgendwo reparieren oder einen Rasen mähen, so wie du noch zum Beispiel. Ja. Genau. Oder dass man Leute mit einem prüfenden Blick hat. Deswegen sind die Augen vom Nickbert so wichtig. Ah, oder Leute, nicht mit großen Ohren, aber Leute, die gut zuhören, ja, können. Oder Mund ist wichtig, weil es braucht auch Menschen in der Gemeinde, die mal den Mund aufmachen und Klartext reden und vielleicht auch mal widersprechen und sagen, nein, da hast du einen Fehler gemacht. Oder die gut kochen können. Ja. Dass es lecker schmeckt. Genau. Die brauchen wir auch. Da braucht man auch die Nase. Man braucht den richtigen Riecher, um die guten Entscheidungen zu treffen. Das stimmt. Ja, und vielleicht auch nochmal die Füße und Beine, nicht nur zum Fußball spielen, sondern auch Leute, die sich auf dem Weg machen zu anderen Menschen und denen vom Glauben und von Jesus erzählen. Ganz wichtig. Und selbst der dicke Bauch, diesmal nicht meiner, sondern der vom Nickbert, gehört zur Gemeinde, weil Gemeinde hat ja auch was mit Genießen zu tun und da gehört auch Essen dazu, manchmal auch Schlemmen oder so Schokolade wie bei uns. Und deswegen ist ein Bauch, egal wie dicker ist, auch ein Stück Gemeinde. Genau. Deshalb gibt es beim Norbert seinen Familiengottesdiensten immer was Leckeres hinterher zum Mitnehmen oder zum Gleichessen. Richtig. Also, Nickbert ist doch ein schönes Beispiel, um Gemeinde in Taura, im Taura-Umland oder weltweit zu erklären, weil stellt euch vor, irgendeiner von den Teilen vom Nickbert würde fehlen. Ein Nickbert mit nur einem Arm, ohne Füße oder ohne Augen. Das wäre kein richtiger Nickbert. Und eine Gemeinde ohne ihre vielen, vielen Teile wäre auch keine richtige Gemeinde. Überlegt doch mal, welchen Teil der Gemeinde ihr darstellt. Ist vielleicht, wenn man noch jünger ist, noch gar nicht so einfach, weil man da auch erstmal so entdecken muss, was hat man für Begabungen, was macht ihr gerne. Da würden wir euch einfach mal Mut machen, probiert das doch ruhig mal aus. Macht mal was mit, zum Beispiel bei den Ferienspielen, die wir im Sommer geplant haben. Für die Größeren, die können gerne mal auch mal mitarbeiten, mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja. Oder auch für die Jugendlichen, da gibt es im Sommer auch eine tolle Aktion. Da kannst du ja mal was erzählen. Das Workcamp steht demnächst auf unserer Homepage. Da kann man hier gleich in der Nähe in Seelis mal ausprobieren, wie ist das mit den Händen arbeiten. Richtig mit den Händen, genau, nicht nur mit dem Kopf. Handwerklich Begabten, genau. Dort wird nämlich ein Begegnungszentrum gebaut und da soll es ein Workcamp geben für Jugendliche ab wie viel, 14 Jahren? Ab 14 Jahren, halben, genau, Tag arbeiten. Wer handwerklich nicht begabt ist, nach der einen Woche seid ihr es. Die andere Hälfte wird gefeiert, gebadet, Eis gegessen und Spaß. Genau. Soll das Ganze machen. Und vielleicht gibt es ja auch Kinder und Jugendliche, die musikalisch sind, die gerne singen. Ja. Es gibt einen Kinderchor bei uns, bei der Ruth. Die macht mit den Kindern zum Beispiel ein Musical, was gerade vorbereitet wird. Und da seid ihr natürlich auch ganz herzlich eingeladen.
Ich kenne sogar Kinder, die haben sogar schon im Gottesdienst gespielt. Genau, also es gibt auch welche, die Orgel und Klavier spielen. Ja. Das dauert ein bisschen länger, bis man das kann, aber vielleicht gibt es da auch den oder die eine oder andere, die da Begabung und Lust dazu haben. Und dann hatten wir vor kurzer Zeit noch so einen Dankeschön-Gottesdienst für unsere vielen Helfer, die an ganz vielen unterschiedlichen Stellen mitgeholfen haben. Da waren ganz viele Leute in der Kirche. Und das können ja auch so kleine Vorbilder sein, wenn ihr jetzt älter seid und ihr sagt, ah, Fußball spielen ist nicht und fürs Worken bin ich zu alt. Vielleicht wollt ihr Gemeindebriefe austragen. Da kann man bei schönem Wetter einen schönen Spaziergang machen, nebenbei ein Eis schlecken und auch was Gutes tun. Genau, oder auch ein Besuchsdienst. Leute besuchen, wem Ja. das liegt, wer ein bisschen, wer sich gerne mit anderen unterhält und Kaffee trinkt. Das ist auch was vielleicht für die Älteren, aber nicht nur. Okay, Kaffee trinken. Nico, ich melde mich schon mal. Außerdem Ja. macht Leute besuchen auch Spaß. Da kann man Genau. nämlich immer ganz viel von den Leuten und von den Menschen erfahren. Ja, also ihr seht, es gibt eine ganze Menge zu tun, für jeden eine Aufgabe in der Gemeinde, die jetzt Geburtstag feiert, zu Pfingsten am Sonntag und am Montag. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt nicht an der Kirchentür singen. Ich habe auch gemerkt, die Taucher Gemeinde ist doch ganz schön groß, viel größer als die Menschen, die man im Gottesdienst oder vor der Kirche sieht. Finde ich fantastisch. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Christenlehre-Videos zum Thema Gemeinde. Ich bin viel schlauer geworden, hoffe, ich mache in Zukunft nicht mehr so viele Denkfehler. Bin dankbar, dass der Nico mich immer ein bisschen schlauer macht. Vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf nächste Woche und auf unser neues Thema. Bis dahin bleibt behütet, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.